Es ist natürlich das Problem, dass viele der ganz, ganz großen Bands nicht in Europa auf Tour sind. Ja? Die dürfen aus Amerika nicht drüber oder dürfen vielleicht nachher nicht mehr zurück. Es ist ja auch irrsinnig schwierig, es hat jedes Land in Europa andere Regeln. Deshalb hat man halt vor allem österreichische Acts, wo man natürlich mit Seiler und Speer und Ruskaya Acts hat, die halt so ein Stadion rocken können und die das gestern mehr als unter Beweis gestellt haben. So hörten die neue Hymne von Seiler und Speer. Das ist, die haben das erste Mal vor großem Publikum gespielt und 15.000 Leute singen da Zeile für Zeile mit, dass man ganz einfach gemerkt hat, wie da ein Ventil aufgeht, wie sich ja jeder freut, dass man das wieder erleben kann. Und ganz, ganz große Sensation. Und das hat sehr, sehr viele Leute überrascht, waren die Song Contest-Sieger. Ja? Ja. Måneskin haben halt wirklich dort eine Show abgeliefert. Du denkst, Song Contest hat ja immer so ein bisschen so diesen peinlichen Touch, aber das ist ja halt eine Rockband. Die könnten nächstes Jahr am Nova Rock auch eine Headliner spielen, ja? So wie die gestern abgerockt haben. Na, wir hoffen vor allem, dass jetzt alles auch so weit offen bleibt, dass es diese Festivals sind. Das stimmt. Also das hat ja gestern gezeigt, dass es funktioniert. Diese Einlasskontrollen, ich finde das auch nicht lästig, wenn ich da jetzt einen Zettel herziehe. Ich finde das sogar eine gute Idee, ist ein Schutz. Jeder weiß, was da geht und da sagt da jeder, ja, dann mache ich halt, ich bin hoffentlich eh geimpft oder sonst mache ich halt diesen PCR-Test, aber ich kann dafür einen Tag wieder Normalität haben. Und das ist halt das Schönste, was es gibt. Und eine Frage noch an dich. Du bist ja öfter schon beim Nova Rock gewesen und jetzt auch bei Nova Rock Encore. War das der erste Busenblitz oder hat es schon öfter gegeben? Nein, es gab schon öfter. Es gab es auch bei uns schon öfter. Meine, bei ihr hat man es gewusst. Also es gibt, es gab, warte, wer hat, ein paar Acts. Es gab schon noch mehrmals. Also nicht nur auf der Bühne, bei der, im Publikum ja sowieso. Das ein bisschen so dieses Woodstock-Spirit. Aber Jennifer Rostock ist ja bekannt dafür. Die hat zum Beispiel am Nova Rock in Nickelsdorf auch ein bisschen mehr gezeigt, als man normal sieht.